endlich soweit. Wir können unsere Tour starten und wir haben jetzt den 27.12. 21.30 Uhr haben wir es jetzt. Warum wir so früh losfahren, hat folgenden Grund. Wir fahren zum Late-Night-Shopping, zum Postenhandel und dort werden wir uns schon mal was richtig Heftiges gönnen. Feuerwerk! Vielleicht dürfen wir auch schon vorher rein, mal gucken, ob wir das klären können. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder, wenn wir dort sind. So, wir waren jetzt beim Postenhandel Nord, haben abgeholt, haben eingekauft, wie ihr gesehen habt. Richtig geile Auswahl. Leider sind es mal wieder drei volle Einkaufswagen geworden. Von dem, was wir abgeholt haben, werden wir ein Unboxing machen und wir werden jetzt versuchen, alles hier in dieses kleine Auto reinzubekommen. So, erster Laden fertig. Postenhandel Nord oder auch BR Postenhandel. Hier vorne haben wir zwei richtig geile Tüten, das zeigen wir euch später nochmal. Machen wir noch die Tür zu. Und dann haben wir hier den ganzen Kofferraum voll. Sind wir froh, dass wir alles mitbekommen haben. Alles voll hier. Und dann hier vorne auch noch alles voll. Und das war gerade mal der erste Laden. So, wir haben es jetzt 1 Uhr. Um 5 Uhr stehen wir beim nächsten Laden und dann werden wir uns da auch gleich wiedersehen. So, weiter geht's. 4.52 Uhr haben wir es jetzt hier. Auf geht's zum nächsten Laden und einen neuen Rap. Wir sind alle Pyros, Pyros an die Macht. Ein Riesengewitter erschüttert die Silvesternacht. Ausgelöst durch Feuerwerk, Feuerwerk ist Nummer 1. Schau dir dieses Arsenal an, ja, das ist alles meins. Wir sind alle Pyros, Pyros an die Macht. Ein Riesengewitter erschüttert die Silvesternacht. Ausgelöst durch Feuerwerk, Feuerwerk ist Nummer 1. Schau dir dieses Arsenal an, ja, das ist alles meins. Es ist heftig, wir kommen Silvester immer näher. Diese Vorfreude, ich spüre schon den gewissen Flair. Ich will endlich raus in diesen wundervollen Raum. Feuerwerk gezündet wird, ich halte es kaum noch aus. Siehst du es da hinten? Da hinten in der Ferne wird schon so heftig gekleidet. Viele bunte Sterne, die am Himmelzelt vergrünen und so viel Freude versprühen. Manche fliegen weit runter, bis sie die Erde berühren. Es ist unglaublich, unglaublich aber wahr. Auch jeder Pyro freut sich auf den letzten Monat im Jahr, wo alle Prospekte kommen, jeder in Leistung startet und am Ende des Monats meine Bestellung zu Hause auf mich wartet. Auspacken, aufreißen, die Schätze in den Händen halten, aufbauen, umbauen. Jetzt heißt es Zwiebeln schneiden, denn ich bin ein Pyro. Pyro aus Leidenschaft, schau mich an, denn was sie hat, Feuerwerk aus mir gemacht. Yeah, weiter geht's jetzt zum Krezer Einzelhandel. Das hier ist unser kleiner Einkauf vom Krezer Einzelhandel. Schöne Auswahl hier. Die hatten sogar etwas
was wir unbedingt haben wollten. Und zwar hier die Katan Super Böller 2, sehr nice. Und jetzt geht's weiter hier. Unsere Einkaufstour ist jetzt zu Ende und du darfst den magischen Deckel öffnen. Was haben wir noch eingekauft? Haben uns echt zusammengerissen und wir werden euch jetzt noch eine Gesamtübersicht zeigen. So, dann haben wir jetzt hier die Übersicht. Ist ein bisschen was geworden, aber nicht so viel. Mein Bruder hat hier zweimal Raketen. Garaudi Steel Pack Raketen und hier die Pyroland Raketen, zwei Stück. Dann führe ich euch mal hier so ein bisschen rum. Hier von Katan 3x D und Super 2. Mein Bruder hat mal wieder hier die Big Balls. Hier eine Neuheit von Funke. Mal sehen, ob wir hier mit so einem Pyromobilrennen machen. Mal gucken. So, ich würde sagen, das war unsere Einkaufstour 2018. Mein Bruder wird jetzt sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Lasst ein Like da und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.